nehmen. Wir sind das Frauenfeld am 9. März 2021 und zur Feier des gestrigen Frauentags haben wir die Marion Lockert eingeladen, um über uns auszutauschen über die Archetypen der Seele. Wir haben dann schon einige Interviews gemacht auf Deutsch und auch schon auf Englisch und ich finde es einfach so eine tolle Typologie. Ja, wie ihr wisst, ich bin die Heidi und ich kenne mich mit den Archetypen der Seele ein bisschen aus. Dann übergeben wir dir mal das Feld. Du hast ja gesehen, vielleicht sind doch ein paar einführende Worte erstmal zu sagen, bevor wir in die Fragen gehen. Ja, vielleicht fange ich so an. Ich beschäftige mich jetzt mit den Archetypen der Seele nach Hasselmann und Schmolke seit ungefähr 26 Jahren. Und seit ich das damals gelesen habe, hat es mich einfach gepackt. Ich kenne viele Typologien und diese hat einfach bei mir sehr eingerastet. Wenn ich jetzt daran denke, was Leute so erzählen, was sie davon haben, wenn sie sich mit den Archetypen beschäftigt haben und vielleicht sogar auch ihre Matrix bekommen haben, was das genau ist, werde ich noch erläutern. Die sagen dann, ja, also es ist eine intensive Reise zu mir selbst gewesen und ich habe für mich ein ganz neues Selbstbewusstsein bekommen. Ich verstehe mich sehr viel besser und ich verstehe auch andere sehr viel besser und ich verstehe irgendwie auch die Welt besser und es ist, hat so was Versöhnliches. Na, und wenn Leute sowas erzählen, dann geht mir ein Herz auf. Das ist natürlich ganz, ganz schön. Ich weiß nicht, ob ich sonst zu mir noch irgendwas erzählen soll. Habt ihr zu meiner Person vorab noch irgendeine Frage, bevor wir in das Thema einsteigen? Das sieht nach Nein aus. Gut. Also ich wüsste gerne, ob du das berufsmäßig machst oder ob du aus einer anderen Geschichte kommst oder Also, das ergänzt. ja, ich mache es beruflich. Ich bin selbstständig als Trainerin und Coach seit über 30 Jahren. Ich habe ganz lange im Businessbereich für Unternehmen gearbeitet und mich dann irgendwann mit meiner Spiritualität rausgetraut. Und meine Arbeit ist einfach immer stärker in Richtung Archetypen geflossen. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass das tatsächlich meine Kerntätigkeit ist. Und ich habe also verschiedene Arten damit zu arbeiten entwickelt. Und jetzt ganz frisch ist die Idee, eine Ausbildung zum Archetypencoach anzubieten. Und ja, so dass das auch weitergehen kann und ich meine Erfahrung weitergeben kann in der Arbeit mit Menschen. Und ich habe, das ist auch was, was mir sehr am Herzen liegt, also mein zweite, mein zweites Herzensthema ist die Aufstellungsarbeit. Und ich habe Möglichkeiten entwickelt, wie ich meine Aufstellungsarbeit mit dem Thema Archetypen zu einer Form der spirituellen Aufstellung verbinden konnte. Und das macht mich auch ganz besonders glücklich. Sehr schön ist das. Laura? Ja, was mich noch mal interessieren würde, wäre, wie hängst du eigentlich mit dem integralen Feld zusammen? Oder hängst du überhaupt mit dem integralen Feld zusammen? Oder du bist hier. Ich bin hier, ja. Ja. Also die Graves Level und die Spiral Dynamics sind etwas, was ich schon häufiger in Führungskräftetrainings eingesetzt habe, weil ich das da einfach und Teamentwicklung, weil ich das dafür sehr geeignet halte. Und ich habe einiges von Ken Wilber gelesen, obwohl ich auch zugeben muss, damit ein bisschen Mühe zu haben mit den meisten Büchern. Und es gibt sogar auch an einer Stelle sowas wie eine Überlappung zwischen einem Aspekt der Archetypen und den Spiral Dynamics. Darüber hat ja Heidi mich auch schon interviewt. Und es gibt auch auf Mystica TV ein längeres Interview von mir dazu. Und aber die Archetypen
nehmen einfach einen so großen Raum ein, dass das einfach mein Fokus geworden ist. Ja, und integral bedeutet ja auch die Einschließung von Typologien, nicht? Und da hat sie sich eben drauf spezialisiert, spiritualisiert. Okay, dann magst du gern anfangen. Ja, also ich habe gedacht, dass ich einfach gerne eure Fragen sammeln würde. Also wenn sozusagen die große Frage oder das große Thema heißt, was ist die Seele und was hat das möglicherweise eben mit Archetypen zu tun? Nochmal ganz kurz vorausgeschickt, jemand von euch hat die oder einige von euch haben die Archetypen nach Jung erwähnt. Dieses hier ist etwas völlig anderes. Also die große Frage, die über der Archetypenlehre steht, heißt, was ist die Seele? Und die Archetypen probieren, das zu erläutern, was die Seele ist und wie sie in uns und durch uns wirkt. Und ich fände es einfach schön, zunächst Fragen zu sammeln von euch, sodass ich auch gezielt auf das eingehen kann, was euch interessiert. Ich würde diese Fragen im Chat notieren und mich dann so drin langhangeln. Monja. Warum sieben? Warum ist die Zahl sieben so dominierend? Ich kenne sieben nur von Saturnzyklen her, aber wie ist Hasselmann auf sieben gekommen? Das ist also, ja. Habe ich notiert, danke. Ihr könnt ja sicher die Fragen auch direkt reinschreiben, wenn ihr wollt. Ja, so oder so, egal. Könnt ihr auch sagen und dann schreibe ich sie rein, das ist ganz egal. War das eine Meldung? Ja. Ich habe letztens mit dem Medium ein Channeling gemacht. Sie hat mir erklärt, dass meine Nichte auch ein Teil meiner großen Seele ist. Wie funktioniert das dann mit den Archetypen? Also, ja. Sehr schön. Deinen Beitrag habe ich gesehen, Laura. Wie wird Seelenalter mit den Spiral Dynamics verbunden? Was haben wir noch? Was wollt ihr noch wissen über die Seele und was will sie hier? Also ich sage das immer so, es geht darum, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was ziehen wir dafür an? Ich kenne das Enneagramm. Ich kenne das Enneagramm, ja. Das heißt neun Gesichter der Seele. Also mich interessiert das auch, warum das jetzt sieben Energien sind und auf der anderen Seite wieder neun Gesichter. Und da habe ich dann noch ein Buch, das heißt auch die Farben deiner Seele. Das ist, also da sind wieder 12 Farben im Spiel, ja. Und das würde mich auch interessieren. Die Farben, die du verwendest. Ich kenne das Arbeiten mit Farben des Regenbogens, also in einem anderen Zusammenhang. Ich möchte vielleicht noch sagen, ich bin Mentaltrainerin und Philosophin. Und als Mentaltrainerin würde mich das interessieren. Und als Philosophin interessiert mich die Frage, ob diese Beschäftigung mit den Archetypen der Seele, ob das ein Weg zur Selbsterkenntnis ist, ob du das so siehst. Danke. Okay. Vielleicht beginne ich einfach und wenn sich dann zwischendurch noch weitere Fragen oder Vertiefungsfragen ergeben, dann klingt euch einfach mit ein. Einverstanden? Sehr schön. Okay. Gut, ich schaue mal durch. Ich fange mal an mit, wo kommt es eigentlich her und warum sieben? Also die Ursprünge der Archetypen der Seele, dieser Seelenlehre, kommen eigentlich aus den USA. Es hat da eine
Gruppe von Menschen gegeben, die gechannelt haben und ja, wo diese Informationen plötzlich herkamen. Und zu einem recht frühen Zeitpunkt haben zwei Deutsche, nämlich Frank Schmolke und Walter Hasselmann, Kontakt zu diesen Amerikanern bekommen und waren auf Anhieb sehr fasziniert. Und als sie dann wieder in Deutschland waren, hat Walter Hasselmann ihre eigenen medialen Fähigkeiten trainiert und plötzlich dann auch Kontakt zu einer sogenannten kausalen Quelle, also einer geistigen Wesenheit, bekommen, und es gab Informationen zu dieser Lehre. Und dann haben sie weitergefragt und irgendwann ihre Fragen auch systematisiert. Sie haben dann auch eine Forschungsgruppe gebildet, mit denen sie weitere Fragen entwickelt haben. Und dann dieses System, was also in, ich sag mal, in sehr groben Zügen in den USA schon existiert hat, also ich befinde mich jetzt gerade Mitte der 80er Jahre, sehr differenziert und ausgefeilt und erweitert. Es gibt auch immer noch in Amerika verschiedene Gruppen, die nennen sich Michael oder Michael Teachings. Das ist eine andere Quelle, die die haben, aber das gleiche System. Und es gibt da, ich würde mal sagen, 95% Gemeinsamkeiten, aber auch ein paar Unterschiede. Und ich beziehe mich auf die Arbeit, die Walter Hasselmann und Frank Schmolke hier in Deutschland initiiert haben. Ja, warum sieben? In Echt und Ehrlichkeit, ich weiß es nicht. Also, alle Informationen, die ich über diese Seelenlehre habe, habe ich von den beiden Autoren beziehungsweise von deren Quelle. Und die haben gesagt, behauptet, das Universum bestünde aus sieben universalen Energien. Diese sieben universalen Energien sind jeweils komplett unterschiedlich, bilden aber teilweise Duale. Also es gibt vier Duale und eine Energie hat das Dual in sich. Die Seelenlehre überhaupt, wenn ihr euch näher damit beschäftigt, werdet ihr feststellen, die ist sehr strukturiert, sehr in sich schlüssig. Ich will jetzt nicht sagen logisch, aber sehr in sich schlüssig und wahnsinnig komplex, sodass ich mich auch immer sehr konzentrieren muss, was gebe ich jetzt wie weiter, um nicht zu viel Informationen auf einmal reinzugeben. Und ich hoffe, dass mir das heute auch einigermaßen gelingen wird. Ich glaube, dass mit den sieben, ihr seht hinter mir auf dem Chart ja auch sieben Farben, das sind auch die Farben, die benutzt werden in diesem System, entsprechen ja auch den Spektralfarben und geben gemeinsam weißes Licht. Und vielleicht hat es einfach damit etwas zu tun, dass also zumindest die menschliche Wahrnehmung unsere Welt so wahrnimmt. Und die Quelle, die uns all diese Informationen gegeben hat, hat auch immer sehr darauf geachtet, eine Sprache zu wählen, Erklärungsmuster und Beispiele zu wählen, die der menschlichen Erfahrungswelt und Denkweise entsprechen, sodass wir das begreifen können. Von daher ist es natürlich auch nur ein Ausschnitt aus dem, was man vielleicht Wirklichkeit nennen könnte, soweit wie Menschen eben in der Lage sind, die überhaupt zu erfassen. Ist das erstmal zu den Farben und zu den Farben kann ich noch ein bisschen mehr sagen. Es gibt also diese sieben Energien und jede dieser Energien sind verbunden mit einer archetypischen Beschreibung. Diese sieben archetypischen Beschreibungen heißen Heiler und Priester, die ein Dual bilden. Und ihr seht das hier abgebildet in hellblau und dunkelblau. Oder besser gesagt himmelblau und ozeanblau. Und als Energien der Inspirationsebene haben sie etwas zu tun mit Fühlen, mit geistiger Inspiration, dass die Priesterenergie, die ozeanblaue, ist
der Yang-Teil des Duals, also der männliche Teil, die Heilerenergie, das weibliche. Dann, wenn ihr auf die Gelben schaut, Sonnengelb und Zitronenfaltergelb, haben wir die Expressionsebene. Diese beiden Energien wollen sich ausdrücken auf unterschiedliche Arten und Weisen, nämlich auf männliche und auf weibliche Art. Die Weisenenergie, Sonnengelb, ist der Yang-Part. Das heißt, das ist die Expressionsenergie, die stärker nach außen geht, die aktiver ist, während die sogenannte Künstlerenergie der weibliche Teil ist und etwas stärker nach innen gerichtet ist. Dann seht ihr hier zwei unterschiedliche Rots, nämlich Purpur und Blutrot. Diese beiden Energien entsprechen der Aktionsenergie. Hier geht es um Tun, um Handeln, um Materialisieren, um Körperlichkeit. Und da haben wir als den männlichen, also den Yang-Part dieses Duals, den König und als weiblichen Part den Krieger. Ich könnte natürlich auch Kriegerinnen und so weiter sagen, ich bin da immer ein bisschen nachlässig und ich hoffe einfach, ihr seht es mir nach. Für mich, also ich denke beides, weil ich kenne auch ganz, ganz viele Königinnen und Krieger. Also für mich ist es einfach nur ein Name und weniger eine geschlechtsspezifische Bezeichnung. Deshalb lasse ich hier die Ins weg. Einfach nur so für euer Verständnis. Ja, und dann gibt es noch eine, da sitze ich genau. Nur ganz kurz. Ja. Priester habe ich jetzt nämlich männlich zugeordnet und Heiler weiblich. Das ist auch, stimmt das? Das stimmt? Richtig. Aha, okay. Das ist eine Ausnahme. Nee. Oder? Nee. Also die etwas dunkleren Farben, die ihr auf dieser Seite seht, Sonnengelb, Ozeanblau und Purpurrot, das sind die Yang-Energien. Weiser, Priester und König. Mhm. Und die auf dieser Seite, hellblau, Zitronenfaltergelb und das etwas hellere Rot, das Blutrot, das Heiler, Künstler, Krieger, das sind die Yin-Energien, also die weiblichen. Achso, das darf ich jetzt nicht so zuordnen, männlich, weiblich, sondern wirklich Yin und Yang, gell? Ganz genau, okay. Ganz genau. Also es hat nichts damit zu tun, was deiner Grundenergie entspricht. Also das, es gibt da noch nicht mal meines Wissens irgendeine prozentuale Verteilung, sondern ein Mann kann durchaus eine Yin-Energie als Grundenergie haben und eine Frau eine Yang-Energie. Das ist ganz egal. Okay, danke. Ja, und dann gibt es noch eine, sitze ich genau davor, die grüne. Und diese grüne Energie ist die Gelehrtenenergie und die hat das Dual in sich. Und damit hat es wieder sozusagen dieses System wieder seine Symmetrie. Ja. Und ich finde einfach, dass dieses Blau für das Gefühligere, die Gelbtöne für das Ausdrucksvolle und die Rottöne für das Handelnde ganz passend. Ist das erstmal zu den Farben und der Siebener Folge euch soweit, habe ich das soweit erläutern können? Die Zahl 7 ist ja in ganz, ganz vielen Lehren mit einer ganz besonderen Bedeutung befasst. Also soweit ich weiß, wenn ich jetzt die Zahlen 9 von Enneagramm und 7 und 12 betrachte, spielt, glaube ich, die 7 in der Mehrheit von zahlenbetonten Systemen die Hauptrolle. Wer weiß warum. Okay, gut. Ich habe von Monja einen Daumen, also scheint rübergekommen zu sein. Okay, dann schaue ich mal, wie es weitergehen könnte. Ich
Ja. Gibt es Überlappungen mit dem Enneagramm und Archetypen? In Echt und Ehrlichkeit kenne ich mich mit dem Enneagramm nicht besonders gut aus. Ich habe irgendwann mal ein Buch gelesen, das ist schon ziemlich lange her. Meines Wissens gibt es keine Überlappungen damit. Das ist ein völlig anderes System. Also, worum geht es bei den Archetypen? Die Seele, mittlerweile ja ein Begriff, den man auch öffentlich verwenden kann, das war ja nicht immer so, wenn man nicht gleich als Esoterikerin verschrien sein wollte. Die Seele ist ja nichts Materielles, also scheint es was Energetisches zu sein. Und die Seele ist aber meine Erfahrung, wird ganz, ganz selten tatsächlich definiert. Wenn ich Leute so gefragt habe, was ist die Seele, sagen die meisten, das ist das, was übrig bleibt, wenn wir sterben. Und ja, das kann man wahrscheinlich so sagen, aber eine Definition habe ich ja darüber noch immer nicht. Also was genau das nun eigentlich ist. Und nach den Archetypen der Seele ist es also der Teil unseres Menschseins, der nicht nur unser Leben überdauert und in verschiedenen Inkarnationen eine große Entwicklungsreise hier auf der Erde angetreten hat und vielleicht auch noch in anderen Welten ist, aber ich konzentriere mich jetzt mal auf das, was ich kenne, sondern sie prägt auch unsere Persönlichkeit. Das heißt, sie bildet einen unseren Persönlichkeitskern, und zwar dadurch, dass sie über insgesamt 11 Elemente oder Aspekte verfügt, die unsere Persönlichkeit ausmachen. Und diese Aspekte sind in den jeweiligen Inkarnationen auch unveränderlich. Die bleiben also immer gleich. Und dann gibt es innerhalb dieser 11 Elemente 2, die sind in allen Inkarnationen die gleichen. Die haben wir also immer. Das sind so wie fixe Elemente, könnte man sagen. Und das ist unsere sogenannte Seelenrolle, die auch korrespondiert mit den Begriffen, die ihr schon gehört habt. Und das Dual zur Seelenrolle ist der sogenannte Weg der Seele. Und man könnte sagen, das ist die Art und Weise, wie wir unsere Grundenergie leben und ausdrücken. Das heißt, unsere Seele hat zumindest, solange sie sich hier auf der Erde inkarniert, 2 feste Grundschwingungen. Und dann gibt es ein weiteres Doppelelement. Und dieses Element verändert sich nach und nach progressiv. Und da sind wir bei den Seelenaltern und auch bei diesem der Verbindung, die es zu den Spiral Dynamics gibt. Wenn ihr euch also vorstellt, dass eine Seele sich das erste Mal hier auf der Erde inkarniert, vorher ist sie möglicherweise woanders gewesen und nach dem Durchlaufen des Inkarnationsrads ist sie dann wieder woanders. Aber jetzt kommt sie das erste Mal auf dieser Erde an. Ist sie einer Umgebung und Gegebenheiten ausgesetzt, die es wahrscheinlich so in dieser Kombination nirgendwo anders gibt? Wir haben hier auf der Erde ja ganz besondere Bedingungen. Wir haben Zeit und Raum. Wir haben Materie. Wir haben so einen Körper. Wir haben Blutsverwandtschaften. Dieser Körper ist auch noch verletzlich und vergänglich. Leben bedeutet auch, in jeder Sekunde unseres Daseins Entscheidungen zu treffen. Auch das ist etwas, was es in anderen Welten so nicht gibt. Dass es also so etwas gibt wie ein Ich, was Entscheidungen trifft. Zum Teil jedenfalls. Zum Teil wird es sicherlich auch von unserer Seele getroffen. Und es gibt so noch verschiedene weitere Bedingungen,
die eben ein ganz besonderes Erkundungsfeld und Spielfeld bilden für die Seele auf ihrer Reise. Und warum ist sie hier? Warum setzt sie sich diesen Bedingungen hier aus? Sie möchte grundsätzlich Erfahrungen sammeln, und zwar möglichst viele. Weil jede Erfahrung, die die Seele macht und uns als Menschen mit unserem Ich und unserer Psyche und unserem Geist und unserem Körper machen lässt, jede einzelne Erfahrung ist kostbar. Jede Erfahrung macht reicher und trägt bei. Der Seele ist es dabei gleichgültig, nicht gleichgültig, aber gleichgültig, ob diese Erfahrungen angenehm für Körper und Psyche sind oder unangenehm. Jede Erfahrung ist wertvoll. Das ist für manche Menschen erstmal nicht so leicht zu denken. Hier in unserem Kreis kann ich mir vorstellen, dass das ein Gedanke ist, der euch möglicherweise sehr vertraut ist. Sie möchte also Erfahrungen sammeln und sie möchte ihre Liebesfähigkeit anreichern. Und deshalb hat auch diese Inkarnationsreise hier nach der Seelenlehre unterschiedliche Lernthemen, die logisch aufeinander aufbauen. Wenn jetzt also unsere Seele das erste Mal hier ist, ist alles neu und alles anders. Das heißt, sie ist erstmal wie ein Säugling, der ja auch sozusagen frisch geboren ist und jetzt erstmal sich orientiert. Ich habe einen Körper, dann gibt es Hunger und all solche merkwürdigen Dinge. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Berührung oder Nichtberührung, Wärme, Kälte, all diese Grundgegebenheiten. Und so gibt es also den Zyklus Säuglingsseele, der aus 7 Stufen besteht und der sich insbesondere mit Körperlichkeit und Körperhaben in dieser Welt als Lernthemen befasst. Der darauf folgende Zyklus ist der Kindseelenzyklus. Da geht es um erste Beziehungen, um Nähe und Distanz und um ein spielerisches Erforschen seiner Welt und auch sich selbst. Ihr könnt euch vorstellen, so wie Kinder etwa von, weiß ich, 2 bis so etwa 10 Jahren eben auch ihre Welt erforschen und ganz bestimmte Entwicklungsschritte ja auch machen. Der nächste Zyklus dann ist der Zyklus der jungen Seele. Und hier fängt es jetzt an, uns etwas vertrauter zu werden, weil wir haben hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum nicht so viele Kindseelen und Säuglingsseelen. Die meisten, die uns umgeben, sind junge Seelen, reife und alte Seelen. Aber die Mehrheit bilden weltweit die Jungen und deshalb kennen wir das recht gut, auch wenn wir von denen nicht verstanden werden. Victoria, du kommst aus den USA, Kalifornien, hast du gesagt. Ihr hattet lange einen Präsidenten, der eine junge Seele ist. Eine junge Seele auf der 2. Stufe, 2 von 7. Das heißt, das ist eine recht junge Seele. Und sein Lernthema, weil ne, als im Zyklus der jungen Seelen geht es um die Behauptung des Ichs und das Ausloten von Grenzen und Möglichkeiten, Pioniertum und sich durchsetzen und das Leben in die eigene Hand nehmen und diese Dinge. Und sein Thema, er ist eine junge Seele auf der 2. Stufe, wie gesagt, und sein Thema ist, ich gestalte mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und spirituell gesehen, also vom Seelenaspekt her gesehen, macht er das großartig. Er gestaltet wirklich alles Mögliche, so wie ihm das passt. Und
Zur Not erfindet er dann irgendwas, was ihm passt. Auch okay. Also, man kann jetzt über seine Person, über seine Politik natürlich ganz viel diskutieren und verschiedener Meinung sein. Wenn ich es rein unter dem spirituellen Aspekt betrachte, ne? Donald Trump ist ein König von seiner Seelenrolle her, von seiner Grundenergie her. Und vielleicht auch noch interessant, obwohl ich jetzt noch nichts darüber gesagt habe, wir haben in unserer sogenannten Matrix, und zwar in dem Teil, der in jedem Leben anders ist, auch ein Angstmuster. Und seine Ängste sind die Angst vor Mangel und die Angst vor Verletztwerden. Die Angst vor Mangel äußert sich in Gier und die Angst vor Verletztwerden äußert sich in Hochmut. Und ich finde, das kann man recht gut an ihm sehen, beides. Ja. Nur so, um ein kleines Beispiel zu nennen. Ne? Bei der jungen Seele geht es auch noch um Freund, Feind und all solche Dinge. Und wenn ich das so erzähle, dann erinnert es möglicherweise einige von euch, die sich mit den Spiral Dynamics vertraut fühlen, an die Level Rot, Blau und frühes Orange, die der jungen Seele etwa entsprechen. Hier in unserem Kreis ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns hier unter reifen und alten Seelen befinden, ungefähr bei 100%. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weshalb ich das so frech behaupte. Junge Seelen würden sich für sowas, was uns hier interessiert, überhaupt nicht interessieren. Weil junge Seelen keinerlei Bedürfnis haben und auch nicht so besonders große Fähigkeiten, sich selber zu reflektieren. Und sie haben die Fähigkeit von Empathie auch noch nicht entwickelt. Also wenn, um nochmal auf Donald Trump zurückzukommen, er irgendwie einen flotten Spruch mal wieder loslässt, der für die Betroffenen ja tatsächlich manchmal auch sehr kränkend und herabsetzend gewesen ist, hat er keinerlei Begriff davon, was das für jemanden emotional bedeutet. Weil er eben diesen Switch, den ich brauche, um empathisch sein zu können, nicht vornehmen kann. Das, was ich dabei gelernt habe im Zuge der Archetypenlehre, ist, das nicht zu können, ist kein Mangel für eine junge Seele, sondern es ist genau angemessen, weil sie, weil Empathie, so wie wir das empfinden, für die Lernaufgaben, die deren Seele haben, hinderlich wäre. Man kann sich nicht so fröhlich die Köpfe einschlagen, zum Beispiel, wenn man so empathisch ist. Also ist, auch wenn es natürlich ganz viele furchtbare Dinge gibt auf der Welt, die unerträglich sind, auf der menschlichen Ebene, unter diesem spirituellen Blickwinkel, aus dem seelischen, aus der seelischen Perspektive sinnvoll. Die reife Seele tut den ersten Schritt, wenn sie auf Reifstufe 1 ist, um mit Selbstreflexion und Introspektion zu beginnen. Vorher war die Welt außen. Und jetzt findet die reife Seele die Welt innen und entdeckt sie nach und nach und immer mehr. Und wann kann man die Innenwelt besonders gut entdecken? Wenn man möglichst viel Reibung erlebt, und zwar möglichst viel Reibung in nahen und engen Beziehungen. Vornehmlich mit der Familie, aber auch in Partnerbeziehungen und auch Freundesbeziehungen. Und so könnte man gemeinerweise sagen, die reife Seele liebt Probleme. Das Ich nicht unbedingt.
aber die Seele schon. Und wenn wir gerade mal keine haben, dann machen wir uns welche als reife Seelen. Und Möglichkeiten gibt es ja genug. Wir sind ja fantasievolle Wesen, ne? Da wird sich schon was finden. Und ihr kennt natürlich auch viele Möglichkeiten, Dinge so lange zu hinterfragen und so lange zu zerpflücken, bis wir ein schönes Drama gestaltet haben. Ich denke, solche Erlebnisse haben wir wahrscheinlich alle mal gemacht. Wenn erstmal die Sorgenmaschine rattert, dann gibt es manchmal kein Halten mehr. Und es ist alles Fantasie meistens. Es ist alles nur Befürchtung und gar nicht unbedingt real, wie wir dann ja ganz, ganz häufig erlebt haben. Und im Hier und Jetzt ist ja sowieso fast immer alles gut, wie wir wissen. Also die reife Seele möchte sich erkunden und aneinander wachsen. Die alte Seele dann, also und die reife Seele, das sind auch die, die, weil es zu dem Thema Verantwortung gehört, häufig auch sehr engagiert sind, in allen möglichen Formen, in Anführungsstrichen, die Welt zu verbessern. Also ne, Ökologie und Frieden und all diese wahnsinnig wichtigen Sachen, für die sich reife Seelen insbesondere stark einsetzen. Und ich finde das großartig, obwohl ich es selbst nur auf ganz andere Art und Weise tue. Die alte Seele schließlich, und das ist der fünfte und letzte Alterszyklus, der wieder aus 7 Stufen besteht, hat eine andere Aufgabe, nämlich immer mehr zu sich selbst zu kommen und dieses einzigartige Selbst immer ungefilterter und in gewisser Weise immer rücksichtsloser, also immer kompromissloser in die Welt zu bringen. Und dafür ist es wichtig, nicht mehr so sehr Wert zu legen auf Konformität und auf die Zustimmung der anderen und seien es Freunde oder Familien. Denn wenn ich darauf Rücksicht nehme, schränke ich mich ein. Das zu können, ist natürlich auch toll. Aber ist eher Thema der reifen Seele, weil es da ja, wie gesagt, um diese Beziehungsreibungspunkte geht. Das heißt, die alte Seele ist eine Seele, die sich sehr häufig auch unverstanden fühlt, und zwar oft schon von klein auf, oft das Gefühl hat, ich bin irgendwie anders, die Welt ist irgendwie anders. Und natürlich denken dann ganz viele, das muss an mir liegen, ich bin irgendwie falsch. Und dabei sind die überhaupt nicht falsch, sie sind nur in der Tat anders. Und es ist auch so. Alte Seelen werden von den allermeisten Menschen, von denen sie umgeben sind, tatsächlich nicht verstanden. Die meisten hier in unserem Kreis sind ja schon gesetzteren Alters, sage ich mal. Ihr habt also schon viel erlebt und viel erfahren und viel hinter euch. Und anders als ihr das vielleicht mit 18 gedacht habt, ist euch heute klar, 18-Jährige können euch nur bedingt verstehen. Das hat nichts damit zu tun, dass 18-Jährige nicht intelligent genug wären oder nicht empathisch genug wären, aber es gibt einfach bestimmte Erfahrungen, die die noch nicht gemacht haben. Das ist einfach eine Tatsache. Das macht die Älteren nicht besser und die Jüngeren nicht schlechter oder umgekehrt. Aber es ist Fakt. Und deshalb ist es ganz hilfreich, diese Erwartung auch irgendwann mal loszulassen. Alte Seelen beschäftigen sich also mit dem Thema Alleine sein, das Bedürfnis nach Alleinsein ist häufig auch sehr groß, mit dem Thema Alleine sein, mit dem Thema Individualität und Selbstausdruck.
Und alte Seelen sind, oder anders, ich habe früher gedacht, wenn ich von alten Seelen gehört habe, erstmal bin ich natürlich in Ehrfurcht erschauert. Und dann habe ich gedacht, ach, die sind bestimmt irgendwie total lieb und nett und ja, schweben einen halben Meter über dem Boden. Schon der Heiligenschein ist schon so, ne, so mit so einem Draht hier schwebt der dann immer über dem Kopf. Mittlerweile kenne ich sehr viele alte Seelen und meine Erfahrung ist, ganz, ganz viele sind überhaupt nicht lieb. Die sind nämlich ganz schön skurril und eher sperrig und oft auch anstrengend. Mein anstrengendstes Seminar, was ich mal geleitet und moderiert habe, war ein Seminar, wo 90% alte Seelen drin gewesen ist. Ich sage euch, kleines Beispiel aus dem Nähkästchen. Soll ich erzählen? Es ging also darum, irgendwas zu erarbeiten. Der Kontext war also auch Archetypen, deshalb wusste ich eben auch, welches Seelenalter die Leute haben. Sollte also in kleinen Gruppen irgendwas erarbeitet werden und es war dann die Ansage, natürlich alles abgestimmt, da darf man nichts bestimmen, muss man immer fragen, ist das in Ordnung, alle einverstanden, ja. In 2 Stunden sollten wir uns wieder treffen. Ja, und wir trafen uns dann wieder und eine Gruppe blieb weg. Und wir warteten erst noch, dann fingen wir an. Und nach 3 Stunden kamen die dann irgendwann fröhlich wieder, waren putzmunter und aufgeräumt. Und dann fragten wir, und was ist in eurer Arbeitsgruppe gelaufen? Ja, auch mit dem Thema haben wir uns gar nicht so beschäftigt. Wir sind dann einfach in die Sauna gegangen. Tja. So war das. Und das ist natürlich auch manchmal gewöhnungsbedürftig. Und sie sind also häufig irgendwie skurril und sperrig, aber trotzdem haben sie eine Art von Liebesfähigkeit, die tatsächlich sehr viel weiter fließt und weiter strahlt als von jüngeren Seelen. Nur eben nicht zu verwechseln mit lieb. Ja, jetzt habe ich euch eine ganze Menge zu dem Thema Seelenalter erzählt, also das, was so progressiv ansteigt. Und dann gibt es eben noch verschiedene andere Elemente, die unsere Persönlichkeit bilden. Jetzt schaue ich aber nochmal auf die Fragen im Chat. Familienkonstellationen steht hier. Monja, das hattest du geschrieben. Sag mir doch bitte noch mal ein Stichwort, was du damit gemeint hast. Du hast von den Reibungen mit dem Umfeld auch gesprochen. Und das heißt, suchen wir uns die Familie aus, damit wir uns besonders gut reiben oder wohlfühlen können. Es gibt auch die positiven Aspekte. Also ich reibe mich mit meiner Familie nicht. Sie unterstützt mich, ich unterstütze sie. Also wir sind alle, obwohl ich doch eigentlich vielleicht skurril, sperrig und anstrengend sein sollte. Aber ich kann sie alle sehr gut verstehen. Also ich habe 3 Enkel und die sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich alle. Ja. Was mich auch noch interessiert hat, ab wann wird die dass man Liebesfähigkeit anreichern soll, ab wann ist man fähig, das zu reflektieren? Also reflektieren kann man erst ab Reifseelenzyklus. Das andere passiert ziemlich unbewusst. Es ist auch so, dass ein hohes Seelenalter aber nicht unbedingt mit Intellektualität oder geistiger Regheit einhergehen muss. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel an Menschen mit Down-Syndrom denkt, das sind nicht immer, aber häufiger alte Seelen. Und die reflektieren sich überhaupt nicht. Mhm. Ne, die leben irgendwie, wenn sie Glück haben, fröhlich vor sich hin. Mhm. Ja. Also das ist nicht das Gleiche. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu den Spiral Dynamics, die ja von Bewusstseinsleveln sprechen und damit eine bestimmte Art von Reflexion, Intellektualität und Geistigkeit meinen.
Und das ist tatsächlich völlig anders bei den Archetypen. Auch ein Unterschied zu Wilber natürlich, der immer sagt, it's not bad to have a mind. Also du kannst, was du dir nicht bewusst machst, ist nicht. Aber das ist... Das ist eben Frauenfeld schon öfters hinterfragt worden, ja. Ja, und ich finde, dass das Hinterfragen dieser These lohnt sich sehr. Mhm. Ja, also Familien. Die Seele plant die neue Inkarnation mit all ihren 11 Matrix-Elementen sehr genau und sucht sich die bestmöglichen Bedingungen, um diese Matrix und diese Aufgaben, die damit verbunden sind, zu leben. Und zu diesen bestmöglichen Bedingungen gehört natürlich erstmal, eine bestimmte Art von Körperkonstitution zu haben. Also ne, ein vernünftiges genetisches Setting. Eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Familie. Und auch die Persönlichkeitsmatrix der Familienmitglieder spielt dabei eine Rolle. Und manchmal klappt eben diese Entfaltung besonders gut, dadurch, dass es schwierig ist in den Familien. Und manchmal eben auch, indem es besonders harmonisch ist und sehr viel Verständnis füreinander da ist. Also es ist ja auch... Es gibt ja auch eben tatsächlich Menschen, die im Großen und Ganzen sagen, also ich habe Glück gehabt mit meiner Familie. Also das ist der menschliche Aspekt. Und es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, den ich hier gut mit einflechten kann. Nach den Archetypen der Seele ist unsere eigene Seele ein Fragment einer größeren Einheit, die Quelle Seelenfamilie genannt hat, einfach damit wir uns das vorstellen können. Diese Seelenfamilie ist eine Energieeinheit aus etwa 800 bis 1200 Fragmenten, zu der eben auch du gehörst. Das heißt, du hast ganz viele Seelengeschwister, von denen eine Reihe gerade inkarniert sind und einige nicht inkarniert sind und einige wahrscheinlich auch in eurem Alter, Seelenalter, auch den Inkarnationszyklus schon durchlaufen haben und als Helfer, Geistführer, Schutzwesen zur Verfügung stehen. Und es ist so, dass wir aber aus guten Gründen in unserer biologischen Familie so gut wie nie Menschen aus unserer Seelenfamilie haben. Weil es nicht nötig wäre. Also gerade sozusagen im Fleisch gebunden zu sein, und das sind wir ja in unserer Familie, ob wir das wollen oder nicht, Blut ist einfach dicker als Wasser, auch wenn ich den Spruch früher blöd fand. Wir sind ja, ne, unsere Eltern sind immer unsere Eltern. Wir können die ablehnen, sie bleiben unsere Eltern. Und wir sind also sozusagen im Körper, im Fleisch, im Blut mit denen verschränkt, auch energetisch. Und da bräuchte es nicht noch eine zweite Art der Verschränkung, die durch die Seelenfamilienverwandtschaft existiert. Deshalb ist also, auch wenn ihr euch jemandem in eurer Familie besonders verbunden fühlt, was ja durchaus sein kann, ist trotzdem sehr unwahrscheinlich, dass es jemand aus eurer Seelenfamilie ist. Das kann durchaus andere seelische Zusammenhänge haben. Vielleicht auch welche, dass ihr schon einige Vorleben miteinander verbracht habt. Also dass es sozusagen so eine gemeinsame Seelengeschichte gibt. All das spielt ja möglicherweise auch noch mit rein. Beantwortet es deine Frage erstmal, Monja? Also es kommt vor allem auf die Reibung an, wenn ich dich richtig verstanden habe. Jein, nein. Also das ist auch ein spannendes Thema, finde ich. Wir in unserem Kulturkreis
haben ja sehr stark durch das Christliche auch geprägt, oft diese Vorstellung, wir lernen durch Leiden. Nicht Leiden, Reibung habe ich gemeint. Ja, doch. Also, okay, gut, ja. Ich kriege die Schleife gleich. Okay. Also wir, in der christlichen Kultur ist das ganz stark verankert. Entwicklung und Lernen und so geschieht in der Hauptsache durch Leiden, Wachstum durch Leiden. Und die Seelenlehre sagt, wir wachsen durch Freude und Schönes ganz genauso. Bloß haben wir meist unseren Fokus darauf. Und in manchen gesellschaftlichen Konstellationen ist es auch viel schicker, von unangenehmen Dingen zu erzählen, als von freudvollen Dingen. Das macht auf jeden Fall mehr her. Und sodass also Reibung nur ein Wachstumsaspekt ist, aber Harmonie und Gemeinschaftlichkeit ist selbstverständlich auch einer. Ja, ich kenne also auch, ich weiß nicht, ob er ein Seelengefährte ist oder was immer, aber der schätzt das sehr. Also sobald Reibung da ist, dann ist Wärme da, dann tut sich was. Ja. Also, durchaus positiv gemeint. Ja. Ja, und das hat auch etwas mit der Matrix zu tun. Es gibt in der Matrix ein Angstmuster, habe ich schon erwähnt, auch etwas, was sich Entwicklungsziel nennt. Im Grunde könnte man sagen, das ist ein Wachstumsthema, mit dem sich deine Seele besonders befassen möchte. Und es gibt zum Beispiel ein Entwicklungsziel, das heißt akzeptieren. Das werdet ihr wahrscheinlich schnell erfassen können. Akzeptieren ist, in der Szene der Menschen, die sich mit sich selber befassen, sehr angesagt und sehr favorisiert. Und ist auch wichtig und toll. Da wir hier aber in der Welt der Dualität leben, gibt es auch ein Entwicklungsziel, das heißt ablehnen. Und die Quelle sagt, wer nicht gut ablehnen kann, kann eigentlich auch nicht gut akzeptieren. Ablehnen bedeutet ja auch im Grunde nur, ich sortiere ganz genau, was gehört zu mir und was gehört nicht zu mir. Und wenn jemand zum Beispiel zu seinem Entwicklungsziel ablehnen den Modus Leidenschaftlichkeit hat, das heißt also leidenschaftlich ablehnt und möglicherweise noch ein Krieger ist, der sowieso Freude hat an Formen der Auseinandersetzung, es muss jetzt überhaupt nicht gewalttätig sein, aber ne, dann findet er natürlich ein Leben ohne Reibung völlig öde und banal. Ja. Nachvollziehbar für euch? Okay. Ich blättere mal weiter. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch, Heidi? So lange wie du kannst und wir alle anderen da bleiben. Okay. Ja, du hast dann, ich wollte mal auf die Frage von Ramona kommen mit ihrer Nichte. Hat es nun was mit der Seelenfamilie zu tun, wenn es nicht aus der Nuklearfamilie ist, sondern aus einer, sagen wir mal, Parallelfamilie? Kann sie da die Nichte eines Seelenverwandtes sein? Dass sie aus einer verwandten Sippe kommt, ist recht wahrscheinlich. Meine erste Vermutung wäre allerdings eher tatsächlich schon eine längere Vertrautheit durch gemeinsame Erlebnisse in anderen Inkarnationen. Es gibt auch noch besondere Arten von seelischen Beziehungen, das würde jetzt aber zu weit führen. Das ist alles sehr schön beschrieben in dem Buch Die Seelenfamilie. Also wen von euch dieser Aspekt besonders interessiert, dem sei dieses Buch Die Seelenfamilie ans Herz gelegt. Und das kann man auch gut als Einstiegsbuch lesen und trotzdem reinkommen sozusagen. Ich bin gestolpert über Down-Syndrom, weil meine kleine Nichte hat Down-Syndrom. Ah,
Und das hast du ja nicht umsonst gesagt. Und jetzt habe ich gedacht, okay, ich bin permanent am Reflektieren. Ich kann fast gar nicht anders. Und du hast gerade gesagt, sie wird das nicht tun. Das hat mich jetzt völlig irritiert und habe gedacht, okay, es ist genau das, wo wir uns wunderbar ergänzen können. Ja. Weil es ist unglaublich. Ich sehe sie fast gar nicht, aber da ist eine tiefe Verbindung, die ist unglaublich. Ja, ja. Also in dem Seelenfamilienbuch ist beschrieben, woran man erkennt, dass man jemanden getroffen hat, der ein Seelengeschwister ist. Das passiert in der Inkarnation nicht sehr häufig, aber es kann durchaus passieren. Es passiert dann, wenn es eine Notwendigkeit dafür gibt. Alles richtet sich nach Notwendigkeit, sagt die Quelle. Also woran erkennt man das? Das kannst du im Grunde nur erkennen, wenn du zu jemandem Augenkontakt hast. Ich selber habe dieses Glück leider noch nicht gehabt, deshalb kann ich euch das nur theoretisch beschreiben, leider, leider. Also, wenn ihr jemanden habt, der euch möglicherweise sogar wildfremd ist und ihr blickt diesem Menschen in die Augen und habt ein sofortiges Gefühl von, ich versinke in dessen Augen und komme nach Hause, dann könnte das ein Seelengeschwister sein, vorausgesetzt allerdings, es geht der anderen Person auch so. Es muss also beidseitig sein, sonst ist es irgendeine andere schöne Art von Verbindung. Aber für Seelengeschwister ist das immer beidseitig. Also wenn dieses Gefühl entsteht, also ein ungeheures Gefühl von Vertrautheit und Tiefe und Entspannung und Fließbademantel, dann handelt es sich wahrscheinlich um ein Seelengeschwister. Jetzt habe ich hier noch Weg zur Selbsterkenntnis. Naja, auf jeden Fall, weil die Energien, aus denen unsere Seele zusammengesetzt ist, aus diesen 11 Elementen, die unsere Persönlichkeit prägt, bestimmt ja tatsächlich unsere Persönlichkeit, unsere Charakter, die Art und Weise, wie wir mit uns und anderen umgehen. Ich hatte schon erwähnt, es gibt ein Angstmuster, was uns quasi minütlich beeinflusst, auf eine Art und Weise, die wir häufig gar nicht unbedingt als Angst empfinden, die aber aus Angst resultiert. Ich gebe mal ein Beispiel, einfach nur um das zu illustrieren, wie tief das geht. Es gibt 7 Urängste, von denen wir in unserer aktiven Matrix 2 Stück haben als ein Muster, die sich gegenseitig befeuern. Und alle diese 7 Ängste sind in der Tiefe Todesängste oder existenzielle Ängste. Und im Laufe unseres Lebens, im Laufe unserer Entwicklung verselbstständigen die sich aber sozusagen und werden generalisiert auf ganz, ganz viele Situationen, die überhaupt nicht existenziell sind. Diese Angst als Muster bleibt aber. Und wir werden die auch nicht los, die kann man auch nicht auflösen. Denn sie haben eine Katalysatorfunktion. Wir brauchen sie also für unser Wachstum. Und anders als die psychischen Ängste, die ja eine Schutzfunktion haben, sind diese Ängste eben auf Konfrontation mit uns selbst ausgelegt. Und manchmal auch Konfrontation mit den anderen. Also ein Beispiel. Ich greife einfach eins nur raus, weil sonst sitzen wir morgen noch hier. Und zwar nehme ich mal die Angst vor Versäumnis. Da kenne ich mich besonders gut mit aus. Das ist meine Hauptangst. Die Angst vor Versäumnis, die äußert sich in Ungeduld.
Und in der Tiefe ist die Ungeduld, die Angst, all das, was in unserem Leben wichtig ist, nicht alles erledigen und schaffen und machen zu können. Die Ungeduld ist Königsenergie, das ist also eine aktive, eine Aktionsenergie, und die will handeln. Und zwar schnell. Und um Zeit zu sparen, was ja nicht geht in Wirklichkeit, aber ist ja egal, um Zeit zu sparen, möchte Ungeduld oder sucht Ungeduld ihr Heil darin, besonders effektiv zu sein. Das heißt, alles, was man tut, muss irgendwie organisiert und werden und ineinandergreifen, und jedes Fitzelchen Zeit muss ausgenutzt werden. Ich hatte eine ungeduldige Mutter, und von ihr kam der Standardsatz: immer gleich was mitnehmen. Jawohl. Und ich habe euch ja erzählt, Ungeduld ist meine Hauptangst, wenn ich mit jemandem zusammensitze und wir sind im Gespräch und ich verspüre ein Bedürfnis. Dann sage ich, ich gehe mal eben schnell aufs Klo. Mal eben schnell. Ja, geht's noch? Wieso soll das jetzt schnell sein? Ungeduld diktiert mir, dass es schnell, und ich beeile mich auch tatsächlich. Ja, weil das kostet ja, da bin ich so lange weg, das geht mir wieder flöten im Gespräch mit dieser Person. Da beeile ich mich doch. Ne? Und auf dem Weg zur Toilette bringe ich natürlich schnell noch mal was in die Küche und bringe dann wieder und so weiter und so weiter. Und vielleicht kennt ihr sowas. Und es ist tatsächlich so, dass Ungeduldige latent immer irgendwie Zeitdruck im Nacken haben, immer To-Do-Listen vor Augen. Und deshalb fällt es Ungeduldigen auch sehr schwer, wirklich im Hier und Jetzt zu bleiben, weil sie immer schon im Geiste in der Zukunft sind. Und weil sie diesen Druck haben und der gleichzeitig ihnen so vertraut ist, nehmen sie ihn häufig gar nicht mehr als Druck wahr. Ne, ihr wisst ja, wenn man einen Muskel besonders gut trainiert hat, dann kann man damit Sachen heben und das fühlt sich an wie nichts und andere ächzen. Und so ist es mit unseren Ängsten eben auch. Wir haben diese Muskeln sozusagen so gut trainiert, dass wir das als, das ist unsere Normalität. Wenn man es aber messen würde, und ihr wisst ja, ne, überhaupt Hautwiderstand und sowas kann man ja Energien und Frequenzen mittlerweile messen, dann würde man sehr wohl feststellen, dass es immer wieder Peaks gibt. Ne? Und wenn dann ein Ungeduldiger jemanden, der nicht ungeduldig ist, dabei zugucken muss, wie der gerade irgendetwas macht, ne, meinetwegen am Computer, und du weißt schon, wie das geht, und der bewegt seine Maus da irgendwie dann nochmal in die ganz falsche Richtung drin. Und dann kann man auch schon mal irgendwie. Weil das ist auch, ne, das ist Königsenergie, die hat richtig Power und die kann richtig eruptiv, aggressiv sein. Also vielleicht war das ein kleines Beispiel dafür, bis in welche kleinsten Nuancen jetzt in diesem Beispiel die Ungeduld, aber natürlich auch alle anderen sechs Ängste uns in unserem Alltag begleiten und unsere Persönlichkeit wirklich sehr stark prägen. Ist das rübergekommen, nachvollziehbar für euch? Ulrike, du bist auch eine Ungeduldige. Und Monja hat zwischendurch auch genickt, habe ich gesehen. Du kennst das auch. Und Heidi ist ja auch, glaube ich, eine, ne? Ja. Und für die anderen, jetzt habe ich euch mal geschildert, jetzt könnt ihr vielleicht ein bisschen nachfühlen, wie es jemandem dann geht, der diese Angst hat. Und ihr kennt aber sicherlich auch Situationen, wo ihr diese Ungeduld als Unduldsamkeit von anderen total gespürt habt. Und das ist furchtbar anstrengend und ätzend und nervt. Und ich kann euch sagen, wenn es in Beziehungen schwierig ist, dann hat das zu 3/4 der Fälle was mit unseren Angstmustern zu tun. Weil man möchte den anderen nämlich immer so erziehen, dass der unsere Ängste nicht mehr triggert.
der soll alles lassen, was unsere Ängste befeuert. Das ist unser größtes Streben. Ulrike, du wolltest gerne was sagen? Ja, ich begreife jetzt, warum ich mit einem Narzissten zusammenlebe oder mit narzisstischen Zügen, der dann besonders langsam macht, wenn ich ungeduldig bin. Ah ja, und das ist möglicherweise ein Hochmütiger. Mhm. Naja, es sind Narzissten ja eigentlich immer, die meinen ja immer, sie sind im Recht. Mhm. Echt, das öffnet mir so die Augen. Ne? Und das andere ist, und die Frage habe ich schon in den Chat getan, in der Psychotherapie versucht man ja, diese Dinge aufzuheben oder zumindest, weiß der Himmel, zu heilen oder zu verändern. Ja. Und das entspricht ja aber gar nicht wirklich unserer Evolution. Ne? Also wenn, wie oft, also nicht wie oft, also mit einem solchen Partner war ich in Psychotherapie und es hat natürlich überhaupt nichts gebracht, außer dass wir uns irgendwann getrennt haben. Und eigentlich hätte ich so gedacht, dass ich vielleicht dann auch nach der Therapie so weit bin, dass ich mir einen anderen Partner suche und ich bin mit einem noch schlimmeren Narzissten zusammen. Ne? Ja. Ich liebe ihn heiß und innig und er mich auch. Ne? Das ist was ich jetzt in den letzten Jahren erfahren habe, aber eigentlich auch eben, weil ich halt nicht mehr so jung bin, in meiner Seele vielleicht auch nicht. Aber dass das alles so seinen Sinn hat und dass man das Beste, nicht nur notgedrungen das Beste draus macht, sondern auch wirklich diese Entwicklung macht. Ja, also ich meine, natürlich sind unsere Verhaltensmuster nicht nur durch unsere Seelenmatrix geprägt. Ne? Wir haben unsere Biografie, wir haben unsere Eltern. Also es gibt ja natürlich ganz viele andere Einflussfaktoren, weiß ich, astrologische, wer weiß. Ne? Es sind also viele, viele Punkte. Aber ich will einen Punkt, eine Sache nochmal aufgreifen, die du erwähnt hast, Ulrike, weil ich den spannend finde. Als ich angefangen habe, meinen Archetypenhintergrund in meine Coachings einfließen zu lassen. Ich bin ja auch Heilpraktikerin für Psychotherapie arbeite also schon sehr, sehr lange im Coaching-Bereich auch. Und als ich angefangen habe, das so ein bisschen mit einfließen zu lassen, ich mache das immer sehr vorsichtig und sehr optional und weich formuliert, habe ich gedacht, oh, wenn ich denen jetzt erzähle, wie die Quelle uns das vermittelt hat, dass wir dieses Angstmuster haben und dieses Angstmuster nicht auflösbar ist, sondern zu unserer Persönlichkeit gehört, dann läuft er mir weg oder ist zumindest vor den Kopf gestoßen. Und ich habe das aber dann irgendwie vorsichtig mit einfließen lassen. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Leute waren total erleichtert. Ich sagte, dieses Angstmuster kannst du nicht auflösen. Und zwar deswegen, weil viele Leute schon ganz viel gemacht hatten. Die haben gesagt, ach, ich habe schon so viel an mir gearbeitet und schon so viel. Und es ist immer noch und immer noch, ich bin eben scheiße, war dann das Fazit. Ne? Zu blöd, klein, dick, dumm und hässlich und überhaupt nicht mehr so. Es war für die Leute, und ich habe noch keine Ausnahme gefunden, es war für die Leute psychisch total entlastend zu wissen, das gehört zu dir, du bist nicht falsch. Du sollst so sein, das gehört zu dir. Aber die Kenntnis dieser Archetypen und das Wissen darum, wie diese Ängste funktionieren, helfen enorm dabei, schneller zu merken, wenn du in diese Angstmuster kommst und dich dann quasi aus dem Sumpf zu ziehen. Du kannst viel schneller konstruktiv damit umgehen und deswegen die Ängste sehr viel schneller balancieren. Und das halte ich für einen enormen Gewinn. Also die Archetypenlehre, schon allein wegen dieser Ängste, liebe ich die. Großartig. Und ob das nun auf dem Weg der Selbsterkenntnis ist oder in Paarbeziehungen oder für Führungskräfte im Umgang mit Mitarbeitern oder so,
das spielt ja überall eine Rolle, wie ihr eben vielleicht an dem Beispiel feststellen konntet. Okay, was haben wir noch? Meine Inkarnation und welche Aufgabe habe ich? Cindy, keine Ahnung. Also, es ist natürlich möglich, deine Matrix zu ermitteln, aber jetzt einfach so, da irgendwas aus dem Ärmel zu schütteln, dafür ist mir das zu wichtig, um da jetzt irgendeinen Versuchsballon zu starten, der dir dann vielleicht auch gar nichts nützt, weil er vielleicht nicht stimmt. Also, sieh es mir nach, wenn ich da keine Hypothese äußere. Also, ich gehe jetzt erstmal davon aus, ich müsste dich mal in groß sehen, ich sehe dich ja auch nur so klein. Also, ich sag mal, oder für alle hier in der Runde, wir sind hier alle Reifstufe 6 aufwärts. Es wird hier niemanden geben, der seelisch jünger ist als Reif 6. Das kann ich erstmal so sagen. Es sind ja insgesamt 35 Stufen und jede Stufe mit einem anderen Thema. Und jede dieser Stufen besucht unsere Seele oder durchläuft unsere Seele etwa 2, 3, 4 Mal. Das heißt, ein gesamter Inkarnationszyklus sind dann so etwa so zwischen 80 und 120 Leben. Das heißt, wir haben alle schon ganz schön was hinter uns. Und unsere Seele hat diese ganzen Erfahrungen zugänglich und abgespeichert. Unsere Psyche nicht. Unser Geist mittelbar und durch bestimmte Techniken vielleicht punktuell. Unsere Seele hat die ganze Palette. So, jetzt muss der Chat gerade wieder hier vorruhen. So. Ab welchem Alter wird sich die Seele der Aufgabe, diese Liebesfähigkeit anzureichern, bewusst? Ab Reif. Hitler. Ja, das hat mal, da hat die Monja noch gefragt, wie trainiert Frau mediale Fähigkeiten? Ja. Das kann ich dir sagen. Habe ich nämlich gemacht. Also, für mich ist Medialität ein Talent wie vieles andere auch. Und um in etwas so zu werden, dass man auch andere daran teilhaben lassen möchte, ist es wie mit anderen Talenten auch, das braucht Übung und Training. Also ich sag mal so, Töne von sich geben kann jeder, singen muss man dann nochmal gucken und jeder Sänger übt und trainiert und vervollkommnet seine Fähigkeiten und ohne Übung, es gibt sicherlich Leute, die sind so talentiert, dass sie nie irgendwas geübt haben, aber auch die machen ja mehr und mehr Erfahrungen dann auch mit ihrer Medialität und finden dann irgendeine Form, in der sie das nutzen. Und auch das ist ja Üben. Ich selber habe mich erstmal überhaupt nicht für medial gehalten. Und bis mir das dann gesagt wurde und es auch bei solchen Gelegenheiten wie Coaching oder wenn ich Aufstellungen geleitet habe, immer wieder so zu Situationen kam, wo ich dann was gesagt habe und dachte, oh, ist ja interessant, das wusste ich auch noch nicht. Ich dann dachte, wo kommt das jetzt her? Also von mir kann es irgendwie nicht gekommen sein. Aber meine zweite Angst ist die Angst vor Unzulänglichkeit, die sich in Selbstverleugnung äußert. Und deshalb hätte ich mir in meiner Unzulänglichkeit natürlich nie zugetraut, sowas wie mediale Fähigkeiten zu haben. Ich doch nicht. Ich meine, die anderen schon, aber ich doch nicht. Ne? Sehr klar. Und nachdem ich das also dann bestätigt bekommen habe, von der Quelle auch, nicht nur, aber auch von der Quelle, dachte ich so, wenn die mir das dann sagen, dann tue ich jetzt mal so, als wenn da was dran sei.
und habe mich dann auf den Weg gemacht und habe bei Wada Hasselmann und bei ihrer Schwester Linde Ausbildungen gemacht, bei Nishanto Schäfer eine zweite Ausbildung gemacht, habe mir eine eigene Übungsgruppe zusammengestellt von einigen Frauen und wir haben kontinuierlich einfach geübt und trainiert, bevor ich dann irgendwann damit rausgegangen bin. Heißt das, du legst einen Schalter um? Das ist eine Möglichkeit. Also ich habe, wenn ich jetzt eine mediale Durchsage machen möchte oder eine Matrix ermittle, dann habe ich ein bestimmtes Ritual, was ein hauptsächlich inneres Ritual ist, mit dem ich mich in einen Alpha-Zustand oder Theta-Zustand begebe und dann Kontakt, mich für den Kontakt zu einer Form von geistigen Quelle öffne. Das habe ich geübt. Und das ist auch dann so die Art von Ritual, wie ich es entwickelt habe, dann eins von 1000 Möglichkeiten. Das ist auch das, wie ich es in meinen Medialitätstrainings dann weitergebe, einfach um eine Anschauung erstmal zu haben, so könnte man es machen. Und dann entwickelt sich jeder das eigene daraus dann natürlich irgendwann. Also du machst Medialitätstraining auch. Ach, ja. Ja. Ja, und dann gibt es aber natürlich auch ab und zu Momente, wo dann einfach so wusch irgendwas was kommt, aus dem Off sozusagen. Manchmal ist es mir bewusst und manchmal erst hinterher. Also wenn ich aufstelle zum Beispiel, gehe ich nicht in Trance. Aber ich weiß, dass ich, wenn ich aufstelle, in einem anderen Zustand bin, nochmal als einer, aus dem ich jetzt heraus mit euch kommuniziere zum Beispiel. Aber es gibt da sicherlich auch Leute, die, es gibt ja auch unterschiedliche Trancen, ne? Es gibt Wachtrance, Tieftrance und Alltagstrance. Ne? Tieftrance-Medien kriegen überhaupt nicht mit, dass sie überhaupt sprechen, geschweige denn was. Und Wachtrance-Medien, wie Wada Hasselmann zum Beispiel oder ich, wir kriegen das durchaus mit. Auch wenn jemand hustet oder sowas, merke ich alles. Das meiste weiß ich auch noch, was ich gesagt habe. Und dann gibt es eben welche, die gehen überhaupt nicht in Trance, scheinbar, und haben aber diesen Kanal trotzdem. Für mich sind das alles völlig gleichwertige Formen. Beantwortet es deine Frage erstmal, Monja? Ja, danke. Vor allem auch, also die Kanäle sind wieder sehr deutlich. Das Bild der Kanäle finde ich also ein sehr gutes Bild. Und darum habe ich das mit dem Schalter umlegen gemeint. Also, dass ich einen Kanal öffne und der kommt, egal ob das jetzt Trance ist oder nicht. Ja. Danke. Ich könnte dir stundenlang zuhören. So, jetzt schaue ich mal, was haben wir denn noch? Hitler, genau. Als Hitler, Alzheimer, hebelt viele Ansätze der Psychotherapie aus. Ja, das stimmt. Und die vielen Trump-Anhänger, ja. Also die USA... Die USA ist ein ausgesprochenes Jungseelenland. Das heißt, die große Mehrheit der Menschen, die da leben, sind junge Seelen. Hier in Deutschland ist der Anteil an reifen und alten Seelen sehr viel höher. Und das merkt man auch. Natürlich gibt es auch in den USA reife und alte und sehr alte Seelen. Natürlich. Aber die sind einfach sehr in der Minderheit. Barack Obama ist ein König, auch ein König, und zwar Reif 6, das heißt schon am Ende des Reifseelenzyklus. Und viele in den USA, du wirst das sehr viel besser wissen als ich, glaube ich, haben den auch einfach nicht verstanden in seiner Denkweise und auch in seiner Politik nicht. Und dann kam dieser junge Seele, die ganz vielen sehr, einfach sehr viel näher ist und auch sehr viel stärker deren Werte lebt, ne, wie... Ach, endlich wieder was Vernünftiges. Da weiß man doch, was man hat.
Hitler, genau. Hitler ist eine reife Seele auf der ersten Stufe gewesen. Ein Künstler von seiner Seelenrolle her. Und mit Hochmut und Starrsinn. Entwicklungsziel herrschen mit Leidenschaftlichkeit. Auch der hat seine Matrix sehr passend gelebt als Privatperson, als Führer einer Nation hat er sicherlich noch, ist er sicherlich auch Funktionsträger gewesen von etwas Größerem, was eine ganz bestimmte Art von Wachstumsbewegung initiieren wollte. Das sage ich jetzt euch, weil ich schon weiß, dass man das nicht überall und jedem so sagen dürfte. Das entschuldigt natürlich überhaupt nichts. Also es ist keinerlei Rechtfertigung für Täterschaft. Aber ich glaube, dass ihr diesen Unterschied, den ich da gerade mache, aus dem Menschlichen heraus und aus dem Seelischen heraus, dass ihr den wahrscheinlich nachvollziehen könnt. Reif 1 ist das schwierigste Seelenalter im ganzen Zyklus. Soll ich dazu noch was sagen oder reicht euch das als Info? Ich denke, sag doch noch was. Es ist schon spannend gerade, weil das ja so ein brisantes Thema ist. Ja. Okay. Also, gehen wir noch mal einen kurzen Schritt zurück. Die junge Seele, sich nicht reflektierend, Pioniergeist, Grenzen austesten, über Grenzen gehen und Ich-Stärke entwickeln. Das sind die großen Themen und die bewegen echt viel. Und wenn die Welt nur aus alten Seelen bestünde, kriegten wir hier nichts auf die Reihe, das kann ich euch sagen. Also wir brauchen die jungen Seelen ganz dringend, weil die kriegen die Sachen auf die Straße. Und zwar auch die Sachen, die wir als ältere Seelen durchaus genießen. Und das Seelenalter Jung 7, das heißt die letzte Stufe im Jungseelenzyklus, ist ein Seelenalter, wo man sich an der Spitze auf dem Peak seiner menschlichen und körperlichen Potenz wähnt. Und das ist auch so. Und unglaublichen Einfluss nimmt und sehr häufig auch sich gesellschaftlich in Führungspositionen wiederfindet und so. Und man denkt, man ist der Herr der Welt. So. Jetzt inkarniert sich die Seele neu. Die Wechsel der Seelenalter finden fast ausschließlich im nicht inkarnierten Zustand statt, Gott sei Dank. Jetzt kommt die Seele wieder als Reif 1. Zum einen ist also der Beginn jedes Zykluses erstmal mit großen Verunsicherungen beschäftigt. Ihr könnt euch also vorstellen, ne, die jungen Seelen sind also jetzt gerade, ne, vierte Klasse Grundschule gewesen und fühlen sich, ne, jetzt können sie lesen und schreiben und alles super toll. Jetzt kommen sie aufs Gymnasium. Das ist erstmal alles fremd und neu und so. Und sie fangen jetzt an, sich selber völlig anders zu spüren, wahrzunehmen. Erste Formen von auch, ich weiß nicht, ob euch der Begriff auf Metagehen etwas sagt, also sozusagen sich neben sich zu stellen und von dieser Position aus auf sich selbst zu schauen. Das brauche ich ja, wenn ich mich reflektieren will. Das fängt also an. Und
Ich tauche also jetzt ab, erstmalig, in diese Innenwelt, die irgendwie völlig neu ist, da herrschen völlig andere Gesetze und komische Verstrickungen, die ich alle noch nicht kenne, nicht zuordnen kann und so weiter. Und das ist überwältigend und unglaublich anstrengend und zutiefst verunsichernd. Das passiert noch ein bisschen nochmal bei dem Wechsel von Reif 7 zu Alt 1. Das heißt, wenn wir eben noch Abi 2020, jetzt Erstsemester, auch schwierig, aber da haben wir ja schon sehr viel mehr im Sack, seelisch gesehen. Wir sind also schon völlig anders ausgestattet, um diesen Schritt mit mehr innerer Stabilität machen zu können. Und trotzdem ist es noch verunsichert. Ja. Gut. Das vielleicht dazu. Ja, kannst du da nochmal das in Bezug zu Hitler setzen, wenn der auf der ersten Stufe reife Seele ist? Wie kannst du erklären, wie er geworden ist? Also, wenn ihr Hitlers Biografie ein bisschen kennt oder vielleicht sogar gut kennt, dann wisst ihr, dass er trotz seines Hochmuts ein höchst verunsicherter Mensch gewesen sein muss. Also neben diesen Allmachtsfantasien, die ja aber wahrscheinlich, und das ist jetzt Psyche, eine Kompensationsstrategie, also eine Coping-Strategie gewesen sind, dieser tiefen Verunsicherung. Ne? Diese Zurückweisung auf der Kunstakademie und mit Frauen hat das ja irgendwie auch nicht so gehabt. Und also es gibt, diese Stiefvater-Geschichte muss auch schwer traumatisierend gewesen sein. Er ist ja mit einem Stiefvater aufgewachsen, der sehr herrschsüchtig gewesen ist. Es gibt in seiner Biografie viele Anzeichen dafür, dass er viel dafür getan hat, um starke Unsicherheiten zu kompensieren und durch überzogene Machtanwandlung, was dann aus dem Entwicklungsziel Herrschen natürlich auch transportiert worden ist, den Satz kriege ich nie zu Ende, ihr wisst schon. Reicht das erstmal so? Offen bleibt natürlich die Frage, was war die Faszination für sein Umfeld, dass ihm so blind gefolgt sind. Also das ist etwas, woran ich immer noch, aber das ist vielleicht zu weit hier. Ja, also zwei Stichworte. Erstens, wie gesagt, er hat als Modus Leidenschaftlichkeit gehabt und die sind, wenn sie in ihrer Balance sind, wirklich echt charismatisch. Wir können das teilweise nicht mehr nachvollziehen, weil die Mode einfach eine völlig andere ist. Aber zur damaligen Zeit, so wie er gesprochen hat mit diesem Engagement, war das für die Leute hochcharismatisch. Und dann denke ich, bevor Ulrike sich einklingt, denke ich einfach, dass bei den wesentlichen Schritten, die zu seiner Machtergreifung und seiner Einflussnahme geführt haben und auch der riesigen Gefolgschaft, die er sich geschaffen hat, er selber auch geführt worden ist. Ich gehe davon aus, dass solche großen Bewegungen nicht von einer Einzelperson, sozusagen einem Einzel-Ich, initiiert werden können. Für mich sind es immer Bewegungen, die eine übergeordnete Notwendigkeit darstellen, auch wenn sie grausam und schrecklich ist. Wenn ich aber jetzt insbesondere das deutsche Volk anschaue, haben sie daraus ja auch geschafft, nicht unbedingt freiwillig, aber tatsächlich eine besondere politische Reife auch zu entwickeln und eine besondere Art von Verantwortungsübernahme. Also wir sind daran tatsächlich gewachsen. Es hat einen hohen Preis gekostet und ich, wie gesagt, bitte betrachtet das alles, was ich sage,
kein einzelnes bisschen als eine Rechtfertigung. Aber aus dieser spirituellen Sicht denke ich, dieser Mann ist geführt gewesen. Ulrike. Ja, nachdem du jetzt das Letzte noch gesagt hast, kommt für mich noch was dazu. Aber einfach historisch gesehen war einfach die Zeit so, dass alles so idealisiert worden ist. Da hat es den Nietzsche gegeben mit dem Übermenschen und mein Großvater ist Jahrgang, weiß der Himmel, 1885 oder sowas. Wenn ich Schriften von dem lese, das ist alles dermaßen idealistisch, da rollt es mir die Fingernägel hoch, obwohl er wirklich die besten Absichten hatte, ne? Und menschlich, also nie irgendwo Hitler gefolgt ist. Der hat wirklich seinen Job an der Schauspielschule, er war Direktor von der Schauspielschule in Düsseldorf. Er hat den Job verloren, weil er nicht in die Partei eingetreten ist, ne? Aber auch wieder aus Idealismus, ne? Und das andere jetzt, ne? Ich frage mich immer, diese Judenverfolgung, die ja überall stattfindet und immer wieder und nochmal und nochmal und nochmal. Es gab eine Lesung von einer Schriftstellerin, die mal wieder ein Buch über die Familiengeschichte geschrieben hat, von irgendeinem Löw. Ich habe die hinterher gefragt, sag mal, was soll das eigentlich, nochmal und nochmal diese Geschichte zu erzählen? Sie macht eine tolle Arbeit, geht in die Schulen und alles. Es ist ja wichtig, dass die Geschichte nicht vergessen wird. Aber gibt es da nicht eine andere Möglichkeit? Und das andere ist, dass in USA gibt es eine tolle oder halt einfach eine sehr intellektuelle jüdische Schriftstellerschicht und eine Schicht von Leuten, die sehr geistig und wissenschaftlich gearbeitet haben. Das sind all die Leute, die emigriert sind oder die Nachfahren von denen. Und dann sagte die, ja, es war eine positive Auswahl. Es waren die Leute, die gescheit genug waren zu gehen. Und zwar rechtzeitig zu gehen. Also ist wieder ein ganz neues Thema, aber ja, man muss es eben einfach auch historisch sehen und in der Folge sehen. Aber wirklich echt, was du alles sagst, das ist so erhellend, auch wenn man natürlich damit gar nichts entschuldigen kann und soll. Aber dass es so sein musste in irgendeiner Form, ist auch zum Fürchten. Ist gut zu wissen, aber auch zum Fürchten. Ich greife mal die Alzheimer-Frage auf, weil die ist auch nochmal spannend. Könnt ihr noch? Ich habe gedacht, dass die Cindy noch was sagen wollte. Sie ist auch Amerikanerin und insofern könnte es sein, dass sie was dazu sagen möchte. Möchtest du, Cindy? Ich habe so gesehen, als würdest du zum Mikrofon greifen. Ich wollte eigentlich mich abmelden. Ich danke dir. Ich gehe dann, aber es ist schon sehr spannend und klar, also was wie Trump zu sehen ist, das hat mir sehr gut gefallen, da konnte ich das gut bestätigen oder erkennen und es ist schon spannend in diesem Kontext dann auch das Ganze, was in den USA abgeht, einfach anzuschauen. Ganz toll. Und auch für den ganzen Abend möchte ich mich bedanken, auch bei dir, Marion, und auch Heidi, also war sehr schön. Aber ich muss auch gehen. Ja, ich würde auch sagen, wenn du zum Schluss kommst, Marion, dass wir jetzt nicht noch alles durchgehen. Laura, du willst auch was sagen. Ja, ich will jetzt auch gehen. Ich habe mir weshalb eingeplant. Ja. Vielen Dank für den tollen Abend. Tschüss, Laura. Tschüss. Und du kannst es ja noch so zu Ende bringen. Genau. Ja. Greta Thunberg, eine reife Seele, Reif 7. Ich sage nur noch zu den Alzheimer-Sachen was. Dass
Das, was die Quelle mal zu Alzheimer gesagt hat, ist etwas, was ich sehr spannend fand. Sie hat gesagt, wenn Menschen Alzheimer bekommen, verlieren sie ja nach und nach sämtliche Kontrollmechanismen, die sie gehabt haben. Und auch die Bezüge, das heißt, die Notwendigkeit oder scheinbare Notwendigkeit, irgendwelchen Leuten einen Gefallen zu tun, nimmt stark ab. Und sie kommen aus diesem Grund ihrer Persönlichkeitsstruktur besonders nahe. Das heißt also, das kann man natürlich jetzt nicht für alle Phasen sagen, aber es gibt bestimmte Phasen während der Alzheimer-Krankheit, wo sie eben aufgrund der Gegebenheiten ihre Persönlichkeit besonders intensiv und stark ausdrücken. Ich möchte die Krankheit selber nicht unbedingt einem bestimmten Seelenalterszyklus zuordnen, weil es aus seelischer Sicht sicherlich sehr verschiedene Notwendigkeiten gibt, warum eine Seele sich diese Krankheit sucht oder diesen Entwicklungsweg sucht. Das kann etwas zu tun haben, nicht nur damit die Seele kennenlernt, wie drückt sie sich eben so schonungslos aus. Es könnte genauso gut sein, dass sie verabredet ist mit anderen Seelen, mit einer anderen Seele, die sie pflegt und wo diese Alzheimer-Seele einer anderen einen Dienst tut, damit, dass sie einem anderen Menschen etwas Besonderes abverlangt. Und alles Mögliche dazwischen. Also ne, es gibt so viele Möglichkeiten, weshalb eine Seele jetzt diese Ausdrucksform findet. Ich könnte mich da nicht festlegen. Also die Chance, dass Säuglingsseelen und Kindseelen Alzheimer kriegen, die halte ich für sehr gering. Die Chance, dass eher reife und ältere Seelen das kriegen, ist größer. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch manchmal junge Seelen trifft, aus bestimmten Gründen. Und ich kann, und das ist dann vielleicht ein ganz netter Abschluss noch mal meine ungeduldige Mutter mit ins Spiel bringen. Ihr habt sie ja schon kurz kennengelernt. Meine Mutter, also ich bin eine alte Seele auf der dritten Stufe, kurz gesagt alt drei. Meine Mutter war eine junge Seele auf der fünften Stufe. Das heißt, uns trennen fast zwei Generationen, wenn man so will. Ich habe Zeit ihres Lebens immer die große Sehnsucht gehabt, sie möge mich doch verstehen. Und irgendwann, als ich das mit den Seelenaltern gelernt hatte und als ich die Seelenmatrix meiner Mutter wusste, über Wada Hasselmann damals noch, ist mir plötzlich klar geworden, die kann mich gar nicht verstehen. Das geht gar nicht. Ich erwarte da etwas, was nicht möglich ist, und es ist niemandes Schuld. Und meine Mutter ist sehr alt geworden, ne, gute ostpreußische Gene, 93, und die letzten 4 Jahre ungefähr war sie altersdement. Das heißt, es gab dann auch eine Phase, wo sie mich dann nicht mehr erkannt hat. Hat sich immer sehr gefreut, wenn ich sie besucht habe, aber wusste so richtig, wer ich dann war, wusste sie nicht. Und daraus hat sich für mich eine besonders schöne Zeit entwickelt mit ihr. Weil vorher habe ich immer versucht, ich bin eine Weise, ich spreche gerne und höre gerne zu, über verbale Kommunikation und den Gedankenaustausch einen Zugang zu ihr zu finden. Das war aber nicht ihr Zugang.
Meine Mutter war keine Intellektuelle. Sie hat tolle Qualitäten gehabt, sie ist auch intelligent gewesen, aber das war einmal nicht so ihr Fahrwasser. Und in diesen letzten Jahren dann war das einfach manchmal so, dass ich einfach an ihrem Bett saß und wir unsere Hände gehalten haben. Und das war's. Und ich habe eine Verbundenheit mit ihr gespürt, die ich früher nie so gehabt habe. Das war ganz schön, dass ich das noch haben konnte mit ihr. Also wirklich sozusagen ich als die Ältere mich endlich von meinem Fahrwasser verabschiedet habe und in ihrs gestiegen bin. Das hat es ermöglicht, dass wir einfach nochmal eine ganz neue und ganz andere wundervolle und liebevolle Form von Kontakt zueinander gefunden haben. Und da geht es nicht mehr um Verstehen. Da geht es nur um gemeinsames Sein. Das war sehr schön. Ja, damit würde ich gerne schließen für heute. Ja, und ich würde auch sagen, wir lassen die Checkouts jetzt aus und lassen uns davon den Eindruck, den wir haben, wir nehmen mit in den Abend oder die Victoria in den Tag. Ich danke dir ganz, ganz, ganz sehr. Mach's gut. Und ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Danke sagen. Danke, danke, danke. Es war toll. Ganz schön. Tschüss. Alles Gute euch. Gerne. Schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss.